Willkommen zu einem neuen Video. Heute bisschen angeln und zwar Topwater. Ich bin gespannt. Ist natürlich jetzt nicht das beste Topwater-Wetter, wie man das aus dem Bilderbuch vielleicht kennt. Macht aber nichts, denn wir waren hier schon ein bisschen, haben hier schon ein bisschen geangelt an der Stelle ab und zu mal. Und es war nicht abzusehen, wann sie am besten beißen, ehrlich gesagt. Also die haben mal bei Sturm gebissen, die haben mal bei Sonne gebissen, mal haben sie gar nicht gebissen. Aber die Chance, dass wir heute was fangen hier, stehen gut. Und zwar nicht nur Barsche, das ist eigentlich unser primärer Zielfisch heute, aber durchaus auch gute Raffenattacken hier gehabt. Auch die heute definitiv möglich. Da vorne rauben sie schon, oder? Ja. Na, denn mein Speer steht schon unten, da ist nämlich Chuck dabei. Und ja, anscheinend hier gerade schon die ersten am Rauben gewesen. Ich bin gespannt. Topwater am Kanal. Vielleicht nicht das leichteste Angeln, denn der Kanal meist relativ tief und nicht so mit viel flachen Zone. Wir haben hier so eine Seitenzone, wo der Kanal ein bisschen breiter wird und da ist es nicht ganz so tief und da können wir vielleicht den einen oder anderen Topwaterfisch fangen. Ich bin gespannt, wir legen los und dann gucken wir, ob wir die Fische hier fangen. Alter, da geht's ja. Petri, Chuck. Petri, schönes Ding auf Topwater, wunderschöner Barsch hier. Erster Barsch des Tages, ungefähr 20 cm, schönes Ding. Zweiter Wurf, wieder ein kleiner Barsch. Sehr, sehr süßer. Richtig reingeballert ist der. Schöner Drill. Geil. Und Barsch Nummer 3. Chuck. Petri. Ja, läuft das aber ja heute. Barsch Männle hier. Unglaublich, wie die hier beißen. Wahnsinn. Und wie aggressiv. So häufig nach. Wieder ein wunderschöner Barsch. Geiles Ding. Topwater ist einfach. Einfach die Attacken richtig schön. Da vorne war ja auch ein größerer, ne? Ja. Auch schon. Leute, ich habe auf jeden Fall Bock anscheinend heute doch. Topwater ist einfach Hammerangelei. Jetzt ja, stellt Mann. Er den Stachel schön auf. Geil. Schön, Petri. Weiter geht's. Ja, Leute, das geht ja los hier wie die Feuerwehr, ne? Chuck fängt hier in kurzer Zeit 3 Fische. Ich hätte auch gedacht, ich hätte alle gefilmt, aber den zweiten, da lief die Kamera nicht. Habe ich die Starttaste nicht gedrückt, anscheinend. Dafür beim ersten und beim dritten. Wobei beim dritten auch so halb, glaube ich. Aber mal gucken. Topwater bist du auf jeden Fall am Start hier. Das heißt, ich werde jetzt auch mal anfangen zu angeln. Ich wollte eigentlich nur noch schnell ein paar Nature-Shots machen und ein paar Aufnahmen von Chuck beim Angeln, damit ich ein bisschen Schildmaterial habe. Und Chuck fängt einfach in der Zeit schon 3 Fische. Ich soll vielleicht anfangen. Ich lege los und dann gucken wir, ob wir bei mir auch noch einen kriegen. So, dann machen wir auch mal den ersten Wurf, nachdem Chuck da schon abgeräumt hat. Schon in kurzer Zeit 3 Barsche fangen konnte. Hat aber auch keinen weiteren gefangen, als ich mich jetzt fertig gemacht habe. Aber mal gucken. Ich bin jetzt hier in so einer Ecke. Hier steht der Wind immer ein bisschen drauf, dadurch auch hier Brutfisch da reingedrückt wird. Heute aber nicht so windig, aber vielleicht kriegen wir hier trotzdem den einen oder anderen Barsch ans Band. Erster Wurf, schon mal nichts gebracht, aber wir angeln weiter und gucken, wo sie sind. Da kommen die Attacken, aber alle daneben. Na, zweiter Wurf jetzt. Zweiter Wurf, die Barsche waren da, aber keiner hat den Haken erwischt. Werfen wir direkt nochmal hin. Aber diesmal kommt keine Attacke. Ja, schade. Das wäre es natürlich auch direkt gewesen hier mit dem Start. Aber anscheinend haben sie heute auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Weil in so kurzer Zeit so viele Attacken. Ist natürlich beim Topwater immer so ein bisschen das Problem, dass man da ab und zu Fehlbisse kassiert. Aber nichtsdestotrotz einfach die geilste Angelei, wenn die Attacken kommen auf der Oberfläche. Gerade wenn sie dann auch von größeren Fischen kommen, wie Rapfen und so. Einfach immer richtig, richtig spannend und auch spektakulär. Oh, Barsch. Da schnappt er sich den von der Oberfläche. Und da ist auch der erste Barsch für mich. Ja, und auch bei mir nach kurzer Zeit der erste Barsch. Ähnliche Größe wie die anderen. Aber Frequenz auf jeden Fall da. Davor noch die Attacke gehabt, jetzt den Fisch. Weiter geht's. Da ist er. Petri Pantoffel. Danke. Und da ist er, Barsch Nummer 2, der hier sich den Köder geschnappt hat. Auch wieder schöne Topwater-Attacke, gerade schon vorher eine Attacke gehabt.
und dann nochmal dreimal hingeworfen und dann Hänger dran. Da ist der nächste. Barsch Nummer 3, der sich den Köder schnappt. Ja, also bei mir jetzt auch 3 Barsche. Ihr habt gesehen, auch wenn mir der letzte schön ins Wasser gefallen ist, bevor ich ihn auch vor die Kamera halten konnte. Aber 3 Barsche jetzt auch bei mir. Jetzt setzt hier so ein ekliger Nieselregen ein und das sieht noch nicht nach Besserung aus. Ja, die Bedingungen, wie gesagt, heute schwierig, aber anscheinend genau richtig für Barsche, denn die haben auf jeden Fall richtig Bock. 3 bei Chuck, 3 bei mir. Jetzt innerhalb der, keine Ahnung, ersten 3/4 Stunde oder so, relativ fix. Ein paar Attacken auch schon gehabt. Also, Topwater heute geil. Nur der Regen, mal gucken, wenn das so weiter regnet, vielleicht mal kurz unterstellen, hoffen, dass es besser wird. Das ist so ein Nieselregen, das ist halt richtig eklig, ne? Der ist halt richtig eklig. Chuck zieht sich auch schon eine Regenjacke an. Ja, mal gucken. Wenn man noch ein paar Würfe, wenn es besser wird, erstmal unterstellen. Ja, Köderfisch heute hier. Kleine Stickbaits vor allen Dingen, denn die Brut ist hier noch sehr klein. Ungefähr so 5 bis 6 cm sieht man sie immer rumschwimmen. Deshalb hier kleiner Stickbait, der hat auch 5,5 cm genau. Also eigentlich das goldene Mittelmaß. Darauf kriegt man auf jeden Fall ordentlich Attacken. Wenn man natürlich upsizen will, dann andere Köder. Ich habe da noch größere Stickbaits dabei. Wie zum Beispiel hier 7,5 cm noch. Auf den kriegt man auch sehr gute Rapfenattacken tatsächlich. Also ich hatte meine guten Rapfenattacken alle auf eine Nummer größer. Aber wir hatten auch schon auf die kleinen Stickbaits Rapfenattacken, aber wenn man ein bisschen auffälliger sein möchte, dann ruhig nochmal größer gehen. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Größer allerdings haben wir gar keine Attacken bekommen. Also ich mal mit 9 geangelt habe, mit 9 cm, mit 11 cm habe ich alles versucht mit Stickbaits. Gar keine Attacken gehabt, gar keine Reaktion. Ich denke mal, dafür ist die Brut einfach zu klein und die Fische haben sich da so sehr eingeschossen, dass halt die kleinen Köder die besseren sind. Also 5,5 und 7 cm. Und wenn sie mal gar keinen Bock haben, die Fische und sich auch gar nicht bemerkbar machen, dann kann man natürlich immer noch hier zu so einem schönen Popper greifen, der dann die Barsche ein bisschen animiert, denn der macht durch die Plopp-Geräusche so ein bisschen die Fressgeräusche der Barsche nach und weckt den Futterneid und damit kann man dann den einen oder anderen Barsch vielleicht noch überlisten, der vielleicht nicht so Bock hat auf Stickbait. Heute aber natürlich nicht nötig, denn heute haben wir hier, glaube ich, genug Attacken und genug Action, dort werde ich auch mit den Stickbaits weiter beangeln können und deshalb werden wir damit noch ein paar Barsche fangen. Da ist der nächste, schnappt er sich draußen, weit entfernt vom Ufer. Die anderen Attacken kamen relativ nah, aber der hier hat sich den weiter draußen geschnappt. Ja, und da ist er, Barsch Nummer 4, hier gefangen gerade, aber wir stellen uns, glaube ich, gerade mal unter. Hey Chuck. Ja? Wie ist das heute so? Ein bisschen nass. Leute, wir haben uns untergestellt, hört mir nicht auf. Es soll noch eine halbe Stunde jetzt hier dieses Nieselregen sein und der Wind steht voll auf uns drauf. Dadurch werden die Kameras nass, die Linsen, ihr habt es glaube ich bei dem letzten Bar schon gesehen, da der Drill da kaum zu erkennen war, weil die Linsen einfach nass werden. Jetzt haben wir uns erstmal untergestellt hier im Wald. Aber Fische heute richtig Bock. Also muss ich sagen, ja. Wir haben selten in so kurzer Zeit so viele Barsche gefangen. Wir hatten zwei gute Tage schon, so in den Livestreams und so, aber auch schon ordentlich Barsche gefangen. Ich glaube, den einen Tag hatte ich auch irgendwie 30 Attacken, 6 Barsche gefangen. Und hatten wir immer Fisch, aber jetzt in der ersten Stunde oder so haben wir ja schon... Wir haben jetzt schon 6 oder mehr sogar. 7, glaube ich. Ich habe 4, 3. Ja. Also 7 Stück schon. 7 Barsche schon in der kurzen Zeit. Das kann ich sehen lassen. Auch ein paar Attacken gehabt, die noch nicht gehangen haben. Aber dafür, also heute eine gute Ausbeute von den Bissen, die wir haben, hängen sehr viele, weil es einfach durch das Wetter auch aggressiver sind anscheinend. Ne? Wasser ein bisschen unruhig, auch sehr, sehr trüb. Wir hatten ab und zu hier so sonnige Tage. Und die sonnigen Tage am Kanal ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil dann auch kein Wind weht. Dann klart das Wasser sehr, sehr stark auf und dann haben die Barsche zu viel Zeit, sich die Köder anzugucken. Deshalb haben wir heute auf jeden Fall dahingehend Glück, wenn auch das Wasser von oben vielleicht hätte nicht sein müssen. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil Fische haben immer einen guten Gefang bisher. Ja. Und das macht Bock. Vielleicht noch einen großen nachher, wenn hier mal der Regen ein bisschen nachlässt. Und dann gucken wir, dass wir den auch noch ans Band bekommen. Aber Barschangeln auf Topwater am Kanal macht Bock, wenn man weiß, wo sie sind. Richtig geil, wirklich. Man muss sie nur suchen. Und dann ballern sie rein. Leute, wir warten jetzt den Regen ab und dann geht's wieder ins Wasser.
Ja, Spundwand erweist sich als schwierig, was vielleicht auch daran liegen kann, dass es einfach regnet jetzt und die vielleicht keinen Bock mehr haben. Wir haben auf jeden Fall etliche Nachläufe gehabt. Super, super viele Barsche, die gucken gekommen sind. Chaka hat auch einen Schöner gehabt, der gucken kam. Aber gar keine Attacken. Also wirklich null Attacken, null Aktivität. Jetzt werden wir jetzt noch ein paar Würfel machen an der Spundwand, wenn hier nichts geht. Gehen wir mal nach vorne, wo wir am Anfang waren, auf der Spitze. Da ist nämlich Krautfeld und so. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Attacken. Wenn da auch nichts geht, dann wird dort bald mal zu Ende sein, denn es wird nicht mehr aufhören zu regnen. Also hier ist wirklich heute einfach eingerechnet. Schade. Ne? Heute einfach eingerechnet, deshalb jetzt ein paar Würfel Spundwand machen, dann gehen wir zurück Richtung Spitze. Gucken, ob da noch ein Barsch kommt. So, Spundwand hat nichts mehr ergeben. Bis auf Nachläufer konnten wir da keine Attacke provozieren. Deshalb sind wir jetzt zurück hier. Weil hier hatten wir zumindest, bevor der Regen kam, etliche Attacken und haben ja auch 7 Barsche insgesamt gefangen in kurzer Zeit. Versuchen wir also unser Glück hier nochmal. Auch wenn der Wind hier natürlich direkt draufsteht und wir den Regen, den Nieselregen die ganze Zeit ins Gesicht bekommen und auf die Linsen. Aber vielleicht werden wir dadurch noch mit einem Fisch belohnt. Oh, da war er. Aber da sind sie noch. Sind sie noch dran? Immer noch dran. Oh, war kurz drauf, der erste. Der war kurz drauf. Und dann die Attacken leider nicht gehangen. Aber auf jeden Fall scheinen sie hier wieder zu attackieren. Genauso wie vorher. Aber den ersten hatte ich auch einen schlechten Winkel, muss ich sagen. Konnte ich nicht direkt anschlagen. Ich habe auf jeden Fall eine Route gut gespürt. Aber Anschlag leider nicht gesetzt. Oh, da sind sie, direkt vor mir. Und da ist er, der Barsch. Und da ist er, Attacke direkt vor den Füßen. Nächster Topwater-Barsch. Hier die Stelle auf jeden Fall deutlich ergiebiger. Chuck hat richtig guter Fisch, der da gesprungen ist, oder? Ja, direkt vor den Füßen tatsächlich. Ich weiß, ich habe den nicht gesehen. Da kam einfach nur so ein Schwall und wieder weg. Ja, ich habe noch dahin aus der Ecke gehört. Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich in der Busch stand und noch meinen Barsch gefangen den letzten. Deshalb jetzt wieder hier in Angeln auf der Ecke. Oh, gucken wir, ob wir den noch erwischen, oder? Den dicken. Mein Daumen sieht man nicht. Wäre geil. Und? Chuck hat auch gerade aufgehört zu riechen, oder? Ja. Also ich ziehe jetzt die Jacke auf jeden Fall wieder aus, weil das ist mir zu warm. Mit den Regenjacken, da verdunstet man von innen. Aber jetzt Regenjacke weg und dann holen wir uns den Großen. Ja, der Rapfen hat gerade nochmal geraubt. Das zweite Mal. Das habe ich jetzt mal einen größeren Stickbait dran gemacht. Und guck, ob wir den vielleicht kriegen. Alleine schon für die Wurfdistanz, weil der gerade weiter draußen geraubt hat, wo ich nicht hinwerfen kann. Mit dem Kleinen habe ich jetzt hier den Großen. Und wie gesagt, damit ich eventuell hier den Biss von einem großen Fisch provozieren kann, natürlich auch mit einem etwas größeren Köder noch. Denn die Marsche, die wir bisher gefangen haben, eher klein. Und so ein Rapfen wäre noch ganz schön. Also vielleicht kriegen wir da noch die Attacke. Ich angle mal mit dem ein bisschen und guck, was sich hier ergibt. Oh, und da haben wir einen. Alter, schön. Schöner Biss. Und da ist er. Ein schöner Barsch. Leute, gerade einen schönen Biss gehabt und da ist er. Ein wunderschöner, aggressiver Barsch. Ich liebe es. Ja, während ich mein Glück da mit den großen Köder versucht habe, hat Chuck die ordentliche Attacke bekommen, aber ein kleiner Barsch. Aber ich habe die Attacke bis da hinten gehört und habe es auch gesehen. Ich habe erst gedacht, er hat einen größeren Fisch drauf. Aber auch die Kleinen machen manchmal ganz schön Rabatz beim Biss, wenn sie da draufballern. Aber geiler Biss. Nächster Barsch. Und ich werde weiter auf den Großen angeln. Der Regen geht schon wieder los und da sagen wir auch, bei Chuck vor den Füßen raubt es direkt einen richtig Dicker. Aber der springt die ganze Zeit hier und den kriegen wir nicht an den Haken. Aber jetzt fängt halt der Regen hier wieder an und auch wenn wir gerne noch weiter gehen würden, jetzt wo der eine Fisch die ganze Zeit am Rumspringen ist. War ein guter Chuck, oder?
Richtig gut, bei Chuck vor den Füßen direkt eskaliert in der Oberfläche. Wahrscheinlich ein Rapfen oder ein richtig, richtig guter Barsch, der da sein Unwesen treibt. Aber wie gesagt, den kriegen wir nicht gehakt. Aber trotzdem haben wir ja schöne Fische gefangen. Ich glaube, bei mir sind es 5. Ich glaube, Chuck hat auch 5 oder 6, glaube ich sogar. Ich glaube, ich da, wie gesagt, noch einen gefangen gehabt. Insofern sind wir zweistellig und das in der kurzen Zeit hier. Topwater angeln am Kanal kann also tatsächlich richtig, richtig nice sein und richtig, richtig Fische gönnen. Ne? Gerade jetzt im Sommer, auch wenn es nicht so sommerlich aussieht, soll man sich davon nicht täuschen lassen, geht schon auf den Herbst zu, aber ja, heute auch 16 Grad, glaube ich, Dauerregen, aber Topwater läuft trotzdem. War auf jeden Fall ein geiler Tag, ein geiler Angeltag, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, ihr habt Topwater genauso genossen wie ich und für mich, wie gesagt, sicherlich mit einer der besten Angelarten, denn die Attacken, die da kommen, sind immer richtig, richtig schön. Das soll es aber gewesen sein vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Was wir dann anstellen, weiß ich noch nicht. Aber wir werden uns wiedersehen. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.